Hallo meine lieben Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen hier zum Survival-Modus von Green Hell. Oh, wir haben ja gleich schon mal am Anfang eine unbekannte Frucht. Ja, kommt, lasst uns pflücken, was wir nicht kennen. Das Problem ist, dass wir es tatsächlich nicht anders rauskriegen, was wir benutzen können. So, wir sind jetzt hier im Survival-Modus und müssen jetzt hier uns sehr, sehr aufmerksam erstmal alle möglichen Dinge schnappen, die wir hypothetisch gesehen zum Überleben brauchen könnten. Ich sollte dringend, sehr, sehr dringend, auf Geräusche achten. Wir haben kein Werkzeug, wirklich gar keins. Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Wow, 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 wow! Ich bin da gerade eben voll in den Ameisenhügel reingelaufen. Habt ihr das gesehen? Holy shit! Scheiße! Das fängt ja gut an! Au! Also ihr seht, was ich meine. Das Spiel ist gnadenlos. Nicht dahin laufen. Wir werden sicherlich für irgendwas brauchen können, aber ich... Weiß nicht. Oh, warte mal, da unten hat es wichtige Sachen. Vielleicht haben wir Glück im Unglück. Hey, krass, da unten ist irgendwie eine Versorgungsanlage. Habe auch ein Wildschwein. Hey, vielleicht haben wir hier gleich richtig Lack. Oder auch nicht. Ich hatte gehofft, dass ich hier irgendwas finde, was nützlich ist. Bis jetzt nicht. Also ich nehme weiterhin Lianen. Also ihr seht, der Urwald steckt voller Überraschungen und voller Gefahren. Aber das hier hilft uns gerade leider nicht wirklich so weiter, wie ich es gehofft hatte. Was ist denn das hier? Wir sind auf jeden Fall auf einem Pfad. Sanity geht runter, also wir werden bekloppt. Also es nagt an unserer Psyche. Und ich kann euch auch jetzt schon mal sagen, ich habe das schon mal angespielt, dass wir hier definitiv an einem anderen Ort gespawnt sind, als ich alleine zum ersten Mal. Das heißt, man kann sich nicht so ohne weiteres einfach auswendig merken, was man machen will. Wow. Das ist ein richtiger Pfad hier, den jemand ausgelegt hat. Okay. Da unten liegt auch eine Kokosnuss, so wie es aussieht. Das ist ein Bananaleaf, ne? Das kann ich nicht wirklich nehmen, wie ihr seht. Also ich werde es sicherlich irgendwann für irgendwas brauchen können, aber momentan ist es für mich wertlos. Man kann einfach so sich merken, dass es da rumliegt. Ich habe noch keine Steine gefunden, was mich ein bisschen ärgert. Ah, da! Komm, jetzt harvesten wir mal hier diesen Stein. Es muss ja irgendwie möglich sein, sich ein Werkzeug zu machen. So, jetzt stelle ich mich mal dahin. Und ich möchte mir eine Klinge... Oh, warte mal, den kann ich auch noch harvesten. Keine Ahnung, was aus diesem toten Frosch da rauskommt. Wahrscheinlich Fleisch. Ja, wir haben Fleisch, wie ihr seht. Das hat nur noch 18 Stunden Frische. Crafting. So. Ich möchte jetzt mal gucken, ob ich mir ein Steinmesser machen kann. Nee. So geht das nicht, wie man sieht. Stöckchen für ein Beil. Auch nicht. Kann ich da noch was Großes hinzufügen? Nö, dann geht gar nichts mehr, wie ihr seht. Das ist jetzt das Rezept, also nicht mehr funktionabel. Und damit kann ich auch nichts machen. Kann ich nochmal einen Stein hinzufügen? Eine Bola? Nee, geht auch nicht. Also ihr seht, ich kann mit den normalen Steinen leider nichts machen. So, wir haben auch hier diese Uhr. Ihr seht, ne, uns fehlen Kohlenhydrate, uns fehlt Wasser. Das Spiel ist da ziemlich gemein und gnadenlos. Ich weiß, was wir für Steine brauchen. Ich wollte es euch nur gezeigt haben. Wir brauchen Obsidiangestein. Oh, unbekannte Pilze. Holen wir uns ein paar Psilos. Mitten im Dschungel, wenn wir ums Überleben kämpfen, knallen wir uns mit Drogen voll. Lieber nicht. Ganz blöde Idee. Ich weiß noch nicht, für was wir diese normalen Steine brauchen. Ich habe diese Steine noch nie für irgendwas Sinnvolles verwendet.
Wir brauchen Obsidiansteine. Ich weiß noch nicht, wo wir die herbekommen. Beim ersten Mal habe ich die eher zufällig gefunden. Ich nehme diese Kokosnuss mit. Ich fände es eigentlich geil, wenn ich die... Boah, ich habe mich gerade fast erschreckt. Zum Glück rennen die weg, ne? Die haben kein Interesse an uns. Da ist eine Klapperschlange. Habt ihr es gehört? Ich gehe da nicht näher. Wir müssen uns jetzt hier nicht direkt... Oh, geil, eine Vogelfeder. Die brauchen wir, um Pfeile zu machen. So viel habe ich auch schon rausgekriegt. Ich habe bloß noch nie einen abgeschossen. Weil man braucht halt so viel von dem Zeug. Ich versuche jetzt halt gerade eben irgendwie herauszukriegen. Also ihr seht schon, einfach erstmal das grundlegende Werkzeug zu bekommen, ist eine Herausforderung in diesem Spiel. Man muss erstmal wirklich ewig rumsuchen. God, I'm thirsty. Durstig sind wir auch. Oh! Oh, 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 oh! Gott! Entschuldigung, ich hab mich zu Tode erschreckt, wenn dieses Ding losgeht. Shit. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn mich eine Klapperschlange beißt. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich so schnell rausfinden will. Aber ihr seht, man sieht diese Viecher nicht sofort. Also ihr als Backseat-Gamer, sage ich jetzt mal, seht das unter Umständen, weil ihr euch nicht darauf konzentrieren müsst, hier irgendwo rumzulaufen. Stone. Ihr seht das dann wahrscheinlich, aber für mich ist das dann halt nicht immer zu sehen. Mal wieder ein Stone. Wir sind sehr durstig. Da drüben ist wieder eine Dingens. Also eigentlich müsste ich diese Sachen mal zusammentragen. Und an einer sehr, sehr offensichtlichen Stelle einfach mal lagern. Oh, da drüben ist wieder was, was einladend aussieht. Small Stick, cool. Wir sind wieder hier. Okay, aber das ist eigentlich eine Stelle, wo ich sage, da können... Ich bin jetzt ernsthaft im Kreis gelaufen. Das ist eine Stelle, wo man solche Sachen auch einfach mal lagern kann, ne? Finde ich jetzt. So wie es aussieht, gehen unsere Lebenspunkte ordentlich runter. Komische Geräusche. Geh mal weg, du Schweinderl. Wow, wow, wow. Also uns geht's schlecht, wie ihr seht. Das ist ein Pfeil nach unten. Oh Gott, was ist denn da los? Thirsty. Finde ich hier irgendwas Nützliches? Candy Bar. Yeah. Boah. Glück muss man haben. Ein leeres Fläschchen. Painkillers. Candy Bar. Snack. Boah, geil, ey. Das habe ich... Ich wusste nicht, dass es das gibt. Jetzt wissen wir's. Ist da noch irgendwas? Scheinbar nicht. Mit dem Wasser kann ich auch nichts anfangen. Ich könnte jetzt natürlich auch einfach das Urwaldwasser trinken, aber das ist natürlich nicht sicher. Na, komm. Ja, wir sind sehr, sehr durstig. Wir müssen demnächst was trinken. Ich kann gerade eben jetzt mal reingucken in unseren Rucksack. Was haben wir denn jetzt da Schönes? Das sind die Sachen. Expand. Es ist einfach jetzt nur eine Flasche, die leer ist. Wir haben jetzt Painkillers. Ich eat jetzt mal davon. Ach, die sind jetzt einfach weg. Sanity plus 3. Okay. Komm, jetzt essen wir mal hier diesen Candy Bar. Der Holz ist mal das schlimmste Effekt von uns. Können wir jetzt eigentlich gleich noch eins zu uns nehmen? Eat. Und eat. Das war gut. Also, was das angeht, sind wir jetzt gut aufgestellt. Wir brauchen aber trotzdem Wasser. Ohne Wasser werden wir sterben. Hier liegen Steine. Die nehmen wir mit. Was ist denn das hier?
Boah, dafür kriege ich mich, wenn ich im Sterben bin oder so. Hoppala. So. Wo kommen wir da hin? Ja, ja, ich will durchaus was trinken, mein Freund. Ich kann deine Lage durchaus nachvollziehen. Da hat's Wasser. Müssen bloß aufpassen, dass wir nicht in irgendwas Doofes reinrennen. Also das Gebiet, wo wir gerade eben waren, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Oh, guck mal. Da die Heilpflanze. Zumindest die Heilpflanze gegen normale Verletzungen. Oh, da fliegen Papageien rum. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Vielmehr machen die einen Heidenlärm. Wenn man ihnen näher kommt. Da geht's schon los, ne? Boah, da unten ist Wasser. Ich hoffe, ich kann's trinken. Bin nicht so im Arsch. Eigentlich sollte man das nicht machen. Ich trinke jetzt halt trotzdem was. Um unser größtes Problem jetzt hier zu begegnen. Parasiten. Ja, wir haben uns jetzt was eingefangen, Leute. Ihr seht da unten, da blinkt was. Das ist nicht so günstig. Guck gerade mal, ob ich irgendwas mit Parasiten... Ah, hier. Ja, da haben wir hier die Dinge hier. A Bandage. Antihistaminisches Verbändchen brauchen wir. Ist halt momentan noch ein bisschen das Problem, ne? Das habe ich euch in der ersten Folge schon gesagt. Dass hier so ein bisschen die Darstellung noch nicht glücklich ist. Können Sie mir... Ich muss irgendetwas konsumieren, um die Dingens zu töten. Ich probiere jetzt einfach mal hier diese komische Frucht hier. Eat. Ach, gibt auch Hydration. Ey, das finde ich gut. Das hilft. Soll ich jetzt wagen, diesen unbekannten Pilz zu essen? Ich halte es für eine blöde Idee. Den konnte ich essen. Huch, da ist irgendwas gerade getroppt. Ein Big Stone. Oh Gott, da ist schon wieder so ein Ameisenhaufen. Ich habe immer noch ein gesundheitliches Problem. Wahrscheinlich mehrere. Wahrscheinlich könnte ich aus normalen Steinen irgendetwas machen. Aber ich weiß nicht wie. Probieren wir es mal. Da unten lag ja noch ein großer Stein rum. Mehrere sogar. Craft. So, jetzt habe ich diesen großen Stein hier. Kann ich daraus irgendwas machen? Stick? Nee, hier geht nichts. Seil? Auch nicht. Kleiner Stick? Auch nicht. Ja, dann können wir im Grunde festhalten, dass da nicht so viel geht. Und der geht da nicht rein, logischerweise. Aber das Coole ist, man kann es auch so machen, Leute, ne? Das ist sehr cool. Oder einfach so. Selbst Dinge, die vor dir auf dem Boden liegen, kann man so nehmen. Ich habe so das Gefühl, dass... Also, ihr seht übrigens der Blitz da unten, den ihr seht. Das ist unsere Ausdauer, unsere Gesamtausdauer. Das ist der untere Balken. Und unsere Puste, das ist der obere. Kann man mal zeigen, indem man rennt. Dann geht die Puste runter, logischerweise. So. Der hier ist noch abgestützt gewesen. Diese riesige Urwaldriese. Also ihr seht, das Spiel ist knackig, ne? Zumindest jetzt gerade eben noch im Early Access. Extrem knackig. Denn wir haben es immer noch nicht geschafft, das zu finden, um uns ein Werkzeug zu craften. Ach, wie süß. Die Klapperschlangen greifen die aber so, wie es aussieht, nicht an. Ich will ja einfach nur gucken, ob sich hier irgendwas so wirkt, mit dem ich craften kann.
Da unten ist irgendwas. Ich nehme jetzt mal hier das Teil hier noch mit. Man kann nicht genügend Lianen haben. Die gehen schneller weg, als man denkt. Nein! Scheiße! Ich habe mir einen Schlangenbiss geholt. Oh fuck! Guckt euch das mal an. Wir werden sterben. Wir werden jetzt einfach sterben. Ja, da geht's uns gut. Ja, das hier ist... Oh, ii. Die kann man wegmachen. Ja, das ist der Schlangenbiss. Fuck my life. Der Schlangenbiss. Der wird uns jetzt abfacken. So, kann ich irgendwas wegen Schlangenbiss gucken? Ports over time, making an infusion plant, bla bla bla. Ja, ich kann es halt leider nicht lesen. Aber ihr seht hier, die ganzen Einträge kommen mit der Zeit. Hier übrigens, Crafting kann ich auch nochmal ganz, ganz kurz zeigen hier. Ich könnte das jetzt hier so ein Shelter hier anfangen zu bauen. Oh Gott, ja, wir sterben jetzt eh, Leute. Wir sterben jetzt eh. Ich habe mich jetzt nochmal beißen lassen, ich bin so doof. Ja, wir fangen einfach nochmal von vorne an. So einfach ist das. Fuck my life. We are going to die. Ich habe jetzt gerade im Geist dich so abgeschnitten, abgeschlossen gehabt schon quasi mit unserem Leben. Aber dann erleben wir jetzt einfach mal, wie es ist zu sterben, ne? Unser Puls pochert jetzt auf einmal so vor sich hin. Ich kann Steine werfen. Ich habe gerade eben gelernt, dass ich Steine werfen kann. Ups. Scheiße. Kein Tag überlegt, 2,1 Kilometer. Oh mein Gott. Wir fangen einfach nochmal neu an. Ja, das hier. Yes. Einfach dasselbe nochmal. Wir fangen dasselbe nochmal an. Vielleicht haben wir mehr Glück. Irgendwas muss ja klappen. So. Sind wir hier. Fangen wir gleich mal nochmal hier wieder an, den ganzen einsammeln. Dieses Mal hoffentlich ohne, dass wir uns gleich irgendwie killen. Ich frage mich, ob ich mit dem Steinwurf auch was töten kann. Ich sollte mir schon irgendwie ein Shelter bauen, ne? Oh, das hier ist eine geile Area. Lasst uns mal hier direkt so ein Teil mal planen. Small Shelter. Was soll denn das jetzt sein? Keine Ahnung, das wollte ich nicht. Bamboo Shelter. Das ist eine Falle. Das hier will ich bauen. So. Dafür brauche ich ein Lock. Was? Okay, ohne ein Lock kann ich ja gar nicht erst loslegen. Wie grausam ist das denn? Okay, wieder was gelernt. Also ich muss auf jeden Fall erstmal Werkzeug akquirieren. Um grundsätzlich irgendwas machen zu können. Hier seht ihr, brauche ich die Small Stickies. Aber ich kann halt den Kollegen hier nicht angehen, ne? Wie ihr seht. Der weigert sich beharrlich, von mir verprügelt zu werden. Und so hilft uns das halt auch nicht weiter. Sonst haben wir wieder diese Unknown Fruit, von der wir schon wissen, dass sie eigentlich ganz okay ist. Tja, das finden wir nie wieder. Würde ich behaupten. Nehme ich noch mal ein paar Lianen mit. Wie gesagt, Grundwerkzeug für alles, was man bauen kann. Ich würde mir wünschen, dass ich mal echt jetzt mal so ein Obsidianzeug finde. Und momentan finde ich nicht mal kleine Stickies. Oh, da hat es noch mehr Früchte. Das ist geil.
Ich denke, man sollte wahrscheinlich auch gar nicht so sehr rumirren und erstmal ein bestimmtes Gebiet um sich herum sehr, sehr konsequent einfach absuchen. Macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Aber ob wir dieses Mal erfolgreicher sind, meine lieben Freunde, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, schöne Zeit, ne? Tschüss und ade.